Dann würde ich gerne das nächste Thema kurz einführen. Frau Claudia Bieger und Frau Claudia Zumster, die beiden Claudias, wie sie bei uns heißen, unsere IBD-Nurse und unsere Infusionsspezialistin, die vor allem die tägliche Betreuung im Rahmen von Infusionstherapien machen, werden ein bisschen einen Überblick geben, warum ist das besser, wenn man das so macht. Und ich übergebe euch gerne das Wort. Also wir begrüßen Sie recht herzlich zu unserem heutigen Vortrag mit dem Thema mit IBD-Nurse und Infusionsspezialistin zum Therapieerfolg. Mein Name ist Claudia Bieger, ich bin seit 3,5 Jahren IBD-Nurse am Kantonsspital Basel-Land und das ist meine Kollegin Claudia Zumsteg. Guten Abend miteinander. Mit unserem heutigen Thema sind wir also aufgefordert, Ihnen in den nächsten 20 Minuten zu berichten, was bei uns gut funktioniert. Wir werden anhand der aufgelisteten Themen Ihnen kurz einen Überblick geben. Ganz wichtig, aber vorab möchte ich Ihnen sagen, dass die fachübergreifende Zusammenarbeit sehr wichtig ist. Und das werden Sie auch am Schluss sehen, weil das mal wird das Thema Fatigue eben nicht aus gastroenterologischer Sicht, sondern mal aus onkologischer Sicht vorgestellt. Damit Erfolg gemessen werden kann, müssen eigentlich Ziel bekannt sein. Sonst weiss man ja nicht, was man misst. Wir richten uns bei unseren Zielen in der IBD-Therapie nach den Empfehlungen vom Expertenkomitee der Internationalen Organisation für IBD-Studien. Hier ist auch die Schweiz vertreten, und zwar durch das Universitätsspital Zürich. Die Ziele werden unter dem Begriff STRIDE 2 zusammengefasst. Das ist ein englisches Wort und auf Deutsch bedeutet das Auswahl therapeutischer Ziele bei entzündlichen Darmerkrankungen. Sie sehen, das wird zusammengefasst in kurzfristige Ziele, mittelfristige Ziele und langfristige Ziele. Das 2 ist die Fassung, und zwar 2021 sind die Ziele neu überarbeitet worden und bei den langfristigen Zielen hat man die transluminale Heilung beim Morbus Crohn und die histologische Heilung bei der Colitis ulcerosa angefügt. Und zwar aufgrund von diesen Studien, die man von 2005, wo die erste Fassung rausgekommen ist, gemerkt hat, dass man dort mehr investieren muss. Was mache ich? Also mein Teil ist eigentlich der mittlere Teil. Sie werden am Anfang durch den ärztlichen Dienst und am Schluss durch den ärztlichen Dienst betreut und in der Mitte die Therapieüberwachung ist eigentlich die klassische Aufgabe der IBD-Nurse. Genau. Wie Sie aber sicher aus Ihrer eigenen Erfahrung wissen, ist es eben nicht so einfach, einfach von einer Diagnose mit einer Therapie ans Ziel zu kommen. Der Verlauf der Erkrankung ist ja nur schwer vorhersehbar und wird von verschiedenen Faktoren abhängig gemacht, die wir bis jetzt heutzutage immer noch nicht alle können wirklich beeinflussen. Das macht es sehr schwierig für Sie. Und für unsere Arbeit ist das eine grosse Herausforderung und es wird auch durch das sehr spannend. Therapie und Krankheitsverlauf zu überwachen, ist die klassische Aufgabe, so wie ich sie in der Sprechstunde ausübe. Zum Beispiel beim Therapiestab von Biologica tun wir Therapie als Ansprechen so überwachen. Dabei geht es darum, medizinisches Fachwissen mit den Aussagen von Ihnen, von den Patienten zu verknüpfen und daraus die richtigen Massnahmen abzuleiten. Das heisst zum Beispiel, wenn Sie vorzeitig zum ärztlichen Konsil, braucht es noch zusätzliche Stuhlkulturen, weil nicht klar ist, warum Sie Durchfall haben. Wir reden in der Sprechstunde über das alltägliche Leben von Ihnen, allfällige Einschränkungen, wie ist Ihre Stuhlfrequenz, wie ist die Konsistenz? Da reden wir ganz genau. Wir tun das analysieren anhand von der Bristol-Stuhlskala. Das machen wir, weil wir wollen können einen Vergleich machen. Wir wollen es messbar machen. Wir wollen in unseren Verläufen anschauen, verändert sich da irgendetwas. Wir fragen nach Blutabgang, nach Drang. Wie präsent ist es aufs WC? Wie viele Bauchkrämpfe haben Sie? Was haben Sie für Begleiterkrankungen? Wir reden aber auch darüber, dass nicht jeder Durchfall ein Schub ist. Um all das ein bisschen zu objektivieren,
tun wir auch messbare Parameter erheben. Wir machen Laboruntersuchungen und mit dem Skalprotektin regelmäßig messen und in einen Verlauf setzen. Ich bin eng im Austausch mit dem ärztlichen Dienst. Meine Aufgabe ist, wie gesagt, Therapieüberwachung. Therapieentscheidungen treffen Sie immer zusammen mit jemandem vom ärztlichen Dienst. Die Wege sind bei uns sehr kurz und es ist immer ein Arzt gut erreichbar. Und wie Sie gehört haben, haben wir auch viele junge Nachwuchs in der IBD, also sie sind immer gut aufgehoben bei uns. Das Wichtigste ist, dass Sie als Patienten auch immer gut informiert sind, damit Sie fundierte Entscheidungen können treffen können. Darum arbeite ich in meiner Sprechstunde auch mit der Broschüre von der Colitis Crohn Schweiz. Wenn Sie ein Biologikum bei mir kriegen, dann tun wir auch immer das Starter-Kit vorbereiten, das, was die Pharmafirma zur Verfügung steht, sodass Sie auch über die Medikamente und allfällige Nebenwirkungen immer gut informiert sind. Warum das so wichtig ist, werde ich Ihnen noch einmal noch kurz bei der Adherenz aufzeigen. Das kennen Sie ja schon. Wie ist es denn zu dieser IBD-Nurse gekommen, zu dieser Spezialisierung? Pflege ist eigentlich aus einer Notwendigkeit entstanden, kranke und schwächere Mitglieder von der eigenen Familie oder von der Gesellschaft zu versorgen. Im Mittelalter war die Kirche bei uns in unseren Breitengrad sehr bestimmend und hat so auch die Verantwortung für die Pflege und Betreuung von Erkrankten übernommen. Die Ordensschwester ist Patin gestanden für die vor einigen Jahren noch gebräuchliche Berufsbezeichnung der Krankenschwester. Im 19. Jahrhundert, das ist das Jahrhundert vor der Medizin gewesen. Durch den Fortschritt in der Diagnostik und Therapie haben sich die Siechenhäuser in Krankenhäuser wie im heutigen Sinn gewandelt. Entsprechend ist auch ausgebildetes Personal gebraucht worden, das die Ärzte in der Therapie und in der Diagnostik unterstützt haben. Das war es dann auch gewesen, wenn die noch gute Umgangsformen gepflegt haben. Die Weiterentwicklung zum medizinischen Assistenzberuf und schließlich zum eigenständigen professionellen Dienstleistungsberuf ist ein historischer Maßstab sehr junge Erscheinung. Seit Mitte vom 20. Jahrhundert sind spezialisierte Pflegeberufe entstanden und seit 2006 kann man an der Uni Basel sogar Pflegewissenschaften studieren. Die IBD Nurse, das ist der englische Begriff, auf Deutsch heisst es CED, Pflegefachperson, also Pflegeperson für chronisch entzündliche Darmerkrankungen, ist gescheit geschützter Berufstitel. Und in der Schweiz gibt es noch keine zertifizierte Weiterbildung für das. Ich habe meine Weiterbildung in Graz letztes Jahr besucht. Ich wollte Ihnen kurz aufzeigen, dass es durchaus Sinn macht, dass sich auch das Pflegepersonal spezialisiert, analog der Spezialisierung vom ärztlichen Dienst. Und dass eine Optimierung der Ressourcen im Gesundheitswesen so stattfinden kann. Einige Fakten dazu möchte ich Ihnen noch sagen. Die CED-Erkrankungen in unseren Breitengraden nehmen zu, es werden mehr Patienten kommen und wir müssen die personellen Ressourcen haben, um all die Leute gut zu betreuen. Die Komplexität der Krankheitsbilder nimmt zu und Therapieoptionen nehmen ebenfalls zu. Für das braucht es auch spezialisiertes Pflegepersonal. Dass am Kantonsspital Basel-Land die Funktion etabliert hat werden können, verdanken wir dem Professor Emanuel Buri. Mit seiner Weitsicht und seinem Engagement und seinem wirtschaftlichen Denken hat er diese Stelle geschaffen. Wir wissen aus internationalen pflegerischen Studien von skandinavischen Ländern, dass das Konzept der IBD-Pflege schon gut funktioniert. Meine Kollegin Trit Ruschitti aus dem Kantonsspital Graubünden hat dazu eine Bachelorarbeit geschrieben und die Abbildung zeigt ihre Zusammenfassung von der Literaturrecherche. Sie sehen, wir haben einen wichtigen Auftrag im Screening, in der Betreuung, in der Administration und Organisation. Wir sind wirtschaftlich und wir machen bei Forschungsarbeiten im Rahmen von Studien mit. Sie sehen also, der Erfolg liegt in der kontinuierlichen, persönlichen und fachlich fundierten Begleitung der Patienten. Die Schaffung einer Stelle im IBD-Bereich ist eine Investition in die Qualität
und rechnet sich aber auch wirtschaftlich. Neben der pflegerischen Entwicklung hat natürlich auch eine gesellschaftliche Entwicklung stattgefunden. Früher haben wir davon geredet, dass der Patient nicht compliant ist und haben dort damit gemeint, dass der Patient den Anordnungen vom Doktor nicht folgt. Heute reden wir zum Glück nicht mehr davon. In der Zwischenzeit sind ja unsere Patienten Spezialisten für ihre eigene Erkrankung geworden. Oft haben sie selber schon viel ausprobiert, recherchiert im Internet und sich einen grossen Wissensvorrat angeeignet. Sie legen mit dem Patienten gemeinsam den Behandlungspfad fest. Deren Entwicklung müssen wir auch in der IBD-Sprechstunde Rechnung tragen, indem wir Wissen vermitteln durch Beratung und eigentlich nicht erzieherisch auf sie einwirken. Ein gutes Beispiel ist dazu die Medikamentenverschreibung. Man weiss aus wissenschaftlichen Studien, dass die Rezepte, die wir ausstellen, nur zu 75% eingelöst werden. Und von diesen eingelösten Medikamenten werden nur 50% genommen. Das hat natürlich einen riesen Einfluss auf unseren Alltag. Darum ist es wichtig, dass wir offen und ehrlich miteinander kommunizieren. Weil schlussendlich geht es darum, zu erfassen, ob das Medikament nicht wirkt und es aus diesem Grund zu einem Schub kommt oder sind sie gar nicht therapiert und sie haben wegen dem einen Schub. Man weiss, dass eine gute Adherenz einen Behandlungsabbruch entgegenwirkt. Und meine Schlussmessage sollte sein, wer seine Erkrankung und Behandlung und deren Notwendigkeit versteht, ist eher bereit, sich an Therapieempfehlungen zu halten. Bitte reden Sie immer mit Ihrer IBD-Nurse. Ich würde gerne jetzt das Wort weitergeben an meine Kollegin Claudia Zumstieg. Guten Abend miteinander. Mein Name ist Claudia Zumstag. Ich bin Pflegefachfrau im Zentrum Onkologie Hämatologie in Liestal und ich bin ein Teil vom Team, wo einmal in der Woche die Infusionen für CD-Patienten verabreichen. Ich möchte euch heute einfach ein bisschen den Ablauf auf unserer Station, wie das so funktioniert, vorstellen und vor allem auch unsere Zusammenarbeit mit der IBD-Nurse erklären. Wenn Sie als Patient oder Patientin sehr spät zu uns kommen, kommen Sie in die Sprechstunde zu der Frau Bieger und sie begleitet Sie dann zu uns auf die Station. Dort werden Sie in Empfang genommen von zwei Pflegepersonen. Eine ist dann in diesem Raum für Sie zuständig. Sie sehen hier unseren Pflegeraum, der ist an diesem Tag für Sie reserviert. Hier sieht man 5 Liegestühle. Dort können Sie auch ein Buch mitnehmen, ein Tablet, Musik hören. Ihr dürft auch schlafen oder uns einfach beim Arbeiten beobachten. Die Person, die im Raum ist, fragt euch auch noch mal nach dem Befinden, tut den Blutdruck messen, tut einmal eine Leitung legen, nimmt Blut ab. Und bringt euch natürlich etwas zu trinken, selbstverständlich haben wir das auch, oder auch kleine Snacks. Die zweite Pflegefachperson, die meine Wenigkeit am Medikament richten, ist im Stützpunkt vis-à-vis. Die Biologikas müssen aufgezogen werden, das sind verschiedene Ampullen, das dauert eben eine Zeit, darum sind wir auch selbst zweit für sie zuständig. Wenn das dann gemacht ist, tun wir zusammen die Medikation vergleichen im Vier-Augen-Prinzip. Da schaut man den Namen zusammen an, das Geburtsdatum, Medikament, Dosis und die ganze Laufzeit. Es ist uns sehr wichtig, dass wirklich jedes Medikament zum richtigen Patient kommt. Und weil es können mögliche Nebenwirkungen während der Infusion vorkommen. Das ist zum Beispiel bei Remicade, Inflectra und Entyvio kann es zu Fieber, Schüttelfrost, Juckreiz an der Haut oder im Rachen, Nesselsucht, Brustschmerz und Luftnot kommen. Bei Stelara ist es Schwindel, Kopfschmerzen, Muskelschmerzen. Das passiert aber dann eher verzögert daheim. Bei Skyrisi wären das Kopfschmerzen, Juckreiz an der Haut oder im Rachen oder Reaktionen an der Injektionsstelle. Was ist für uns wichtig, wenn wir bei euch eben im Raum sind? Wenn so etwas passiert, so eine Notfallsituation, wir haben jetzt Atemnot, dann wird die Infusion sofort gestoppt. Zuerst wird natürlich auch noch alarmiert, dann kommen wirklich alle von unserem Team in den Raum. Es wird der Arzt avisiert, also der zuständige Gastroenterologe wird angerufen.
Aber wir müssen natürlich sofort reagieren. Wir können nicht warten, wenn vielleicht das Telefon besetzt ist oder der gerade vorbeikommen kann. Wir haben in jedem Raum ein Notfallset. Dort innen ist schon alles parat, Nadeln zum Aufziehen. Wir haben Tavogil dort drin, das ist ein Antiallergikum. Wir haben Cortison dort drin. Und wir sind berechtigt, dass wir das aufziehen und auch sofort spritzen dürfen. Weil wir arbeiten nach SOPs. Das sind so Standards, Vorgehensweisen, wo der Ablauf genau beschrieben ist, dass wir dort handeln dürfen. Und auch sofort reagieren können. Genau. Das Kantonsspital Basel-Land hat zusätzlich noch eine Überwachungsstation und eine Intensivstation. Aber in den 11 Jahren, als ich dort arbeite, ist das erst ein einziges Mal vorgekommen, dass die Massnahmen, die wir ergriffen haben, nicht gefruchtet haben. Und dann hat jemand mal verlegt werden auf die DMC. Aber eben, wie gesagt, das kommt sehr selten vor, glücklicherweise. Jetzt, wie Frau Bieger gesagt hat, möchte ich kurz Fatigue erklären. Fatigue ist eine chronische Müdigkeit, ein chronisches Erschöpfungssyndrom, das leider oft eine Nebenwirkung ist bei chronischen Erkrankungen. Man hat es auch jetzt in letzter Zeit viel gehört nach Corona-Infektionen. Viele Menschen leiden darunter. Das Pech ist, dass man das einem nicht ansieht. Und man ist sehr erschöpft, leider auch nach einem geringen Spaziergang, wenn man will einkaufen im Dorf, daheim etwas erledigt. Man ist einfach müde und man kommt fast nicht aus dem raus. Wir kennen das auf der Onkologie eben auch. Nach einer Chemotherapie kann man auch sehr müde sein. Was machen wir da? Also, wir tun den Patienten immer ans Herz legen, geht trotzdem raus, geht an die frische Luft, macht einen Spaziergang, weil nur im Bett rumliegen ist gar nicht gut, das macht noch müder. Dann kann man zu oben nicht schlafen und das ist dann gar nicht gut. Wir haben auch Broschüren auf unserer Abteilung, die wir euch jederzeit abgeben können. Und dort hat es Massnahmen darunter, wie so etwas Gutes tun, eine Massage, ein Vollbad, Musik hören, eben den Spaziergang an der frischen Luft. Wir sagen auch, ein bisschen Sport wäre nicht schlecht, zum Beispiel Yoga, Pilates und eine gute Schlafhygiene. Natürlich eine ausgewogene Ernährung, nicht zu viel essen, also nicht schwere Kost, eher so verteilt auf den Tag 5-mal, kleine Sachen. Und eben in der Broschüre, die wir haben, ist auch Unterstützung in Selbsthilfegruppen beschrieben und auch die Adresse dazu. Also zögert nicht, uns anzusprechen, wir können euch das abgeben. Unser Erfolgskonzept ist Kontinuität. Was mir persönlich sehr gefällt oder auch Freude macht an der Arbeit mit den CED-Patienten, ist die Regelmäßigkeit. Es ist leider eine chronische Krankheit, wie es halt so, schon so heisst. Und ihr könnt mit regelmäßig zu uns über Jahre, alle 4, 6 bis 8 Wochen. Das heisst, wir lernen einander sehr, sehr gut kennen. Patienten und Patientinnen sind nicht einfach nur eine Nummer, sondern sie werden irgendwann alte Bekannte. Wir begleiten euch nicht nur durch die schweren Schicksale oder Krankheiten, sondern auch durch die schönen Sachen. Es kommt zum Teil ein junger Bursch, der noch in der Lehre ist, dann machen wir die Abschlussprüfung mit. Wir sehen dann, wo er nachher arbeiten kann oder was man für Reisen macht, für Weiterbildungen, Verlobungen, Hochzeiten. Wir fiebern mit, wenn jemand im Juni heiratet und es regnet nur. Und hoffen dann auch, hoffentlich haben sie Glück und es kommt gut raus. Und das ist etwas, was mir persönlich sehr gut gefällt. Und es ist auch gegenseitig, also an mir tun natürlich etwas preisgeben von uns. Und ich denke, es ist wichtig, wenn man schon immer ins Spital muss kommen, dass es vielleicht nicht ganz so schlimm ist, zu uns zu kommen, dass man sich vielleicht sogar ein bisschen freut und kann austauschen, die aktuellen Netflix-Serien zum Beispiel, was kann man jetzt wieder schauen. Genau, also es ist ein Vertrauen da und ich denke, wir spüren es natürlich auch, wenn es jemandem nicht so gut geht, dann schwätzt man nicht so viel, aber man darf uns auch sagen, heute geht mir nicht gut, oder dann wieder ein Schub gehabt oder ja, es ist wieder etwas vorgefallen, weil manchmal will man das ja nicht den Eltern erzählen, dem Partner oder der besten Freundinnen, sondern wir sind auch für das da. Und das tut mich sehr wichtig. Und jetzt noch ein kleines Beispiel zu der Zusammenarbeit mit der iBuildiNurse, die wir letztes Jahr erlebt haben. Wir hatten eine Patientin, eine Junge, die auch die Infusion gebraucht hat, die aber sehr, sehr Angst hatte. Wirklich vom Medikament selber. Und sie hat gesagt, sie hat Panik, sie wüsste nicht, ob das geht. Dann haben wir uns so überlegt, ja, wie machen wir denn das? Wie können wir das gewährleisten?
Nämlich, ich denke, am besten ist sie, wenn sie am Schluss, am Ende kommt, gerade vor dem Mittag. Dann ist Frau Giegert mit übergekommen, ist zu ihr gesessen, hat ihr Handy gehabt. Auch wir sind dann zu zweit zu ihr gegangen. Am Schluss sind wir selbst dritt bei ihr gesessen, haben sie abgelenkt, haben Sachen erzählt. Und sie war nicht einfach. Also, wir haben die Infusion gestartet und sie hat wirklich gerade Atemnot bekommen und Angst. Und wir mussten stoppen, wieder warten, wieder schwätzen und wieder weitermachen. Aber am Schluss ist die Infusion reingegangen und wir haben das dann immer so geplant, die nächsten paar Mal. Und das ist immer besser gegangen. Und das war ein schönes Erfolgserlebnis. Unterdessen hat sie Subkutan-Injektionen, muss nicht mehr zu uns kommen, aber ist vor der Sommerferien vorbeigekommen, weil sie doch tatsächlich lange Zeit gehabt nach uns. Und das ist doch schön. Genau, das macht Freude. Dann zum Schluss, das ist unser Team. Wir sind schon ein relativ altes Team, schon lange arbeiten wir zusammen, wir sind eingespielt, wir bieten grosse Sicherheit und eine hohe Pflegequalität und wir haben trotz allem, was man so gehört von unserem Beruf, immer noch Freude und Elan zum Arbeiten und euch zu pflegen. In diesem Sinn, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und wenn Sie noch Fragen haben, sind wir gerne nachher beim Apéro für Sie da. Ich frage jetzt gleich schnell, ob es eine dringende Frage noch gibt, die wir vielleicht jetzt gerade klären müssen. Also, ich danke vielmals. Ich bin, also wir alle von der Klinik Gastroenterologie sind sehr froh, ist jetzt das Konzept von der IBD-Nurse oder von der Infusionsspezialistin oder Spezialist aufgekommen, weil ich glaube, wie du sagst, Betreuungskontinuität ist etwas ganz Wichtiges und die kann man in einem Spitalsetting, wo viele Vorteile hat, wo fachliche Vorteile hat, wo oder kann haben, aber eine Schwäche hat, das ist die Betreuungsqualität, also Betreuungskontinuität. Und da haben die uns sehr viel abgenommen. Ich glaube, die Zusammenarbeit ist sehr toll und ist sicher bereichernd. Also danke vielmals. Und wenn es keine Fragen gibt, kann man dann im Apéro nochmal schauen. Gut, besten Dank nochmals.